Hallo und willkommen zurück zu Crusader Kings 2. Wir sind hier im Ruhrek. Wir haben hier oben Glamorgan vor einiger Zeit erobert und wir erheben Ansprüche auf Tibet, beziehungsweise noch nicht ganz. Wir fingieren sie noch. Unser Kanzler ist da noch vor Ort. Wir gucken uns mal hier nochmal an, wie viel hat der König hier an Truppen? 2444. Eine ganze Menge. Der hat sich wahrscheinlich hier bisschen mehr Land besorgt. Oder warten der die Truppen her? Er hat Königreich Dehoibarth, Juba oder wie auch immer, Tibet und Gwent. Das sind diese beiden hier. Na gut, Verbündete hat er, aber ich glaube, hatte der keine großartig. Einmal von Galizien und von Forez. Naja, okay. Wieder stärkere bekommen. Ich glaube, der hatte mal zwischendurch nur die eigenen Vasallen. Wir gehen mal in den Rat, da hatte ich noch mal was gesehen. Unser Verwalter, den können wir mal austauschen. Da hatten wir nämlich einen besseren, ihn hier. Ja, er hier, das war unser aktueller Verwalter. Ja. Okay, von Swansea, also kein Verwandter. Wählen wir den hier, der mag uns nicht ganz so sehr, aber er ist ein besserer Verwalter. Auch noch geiziger Kaufmann. Aber du noch besser. Nehmen wir ihn. Und er möge bitte Steuern eintreiben in Ruhrek. So, und der Kanzler, der treibt weiterhin das Fingieren von Ansprüchen in die Fett. Unserem Grafen verweigern wir hier das Teilnehmen an einer Armee. Dann gehen wir nochmal hier rauf. Niedere Titel. Befehlshaber ist vergeben. Regent brauchen wir nicht vergeben. Der Agentenführer mag uns nicht so ganz. Ist das nicht der Jude gewesen? Ja, genau. Okay, Titelverlust bei Nachfolge. Die wird verloren gehen. Ja. Müssen wir mal gucken. Den müssen wir mal irgendwie jemandem machen, den die Grafschaft. Machen wir aber erst dann, wenn wir uns noch ein bisschen mehr einverleibt haben. Denn wenn wir die jemandem als Lehen anbieten, dann kriegen wir hier weniger Lehenstruppen, weil die nämlich dann abhängig von seiner Meinung gegenüber uns dann an uns abdrückt. Bistum von Llandaff, der müsste auch hier vorne sein. Genau, dann müssen wir da mal unseren Hofprediger hinschicken. Ach, der ist sogar da, um die religiösen Beziehungen zu verbessern. Sehr gut. Dann mag er uns hoffentlich bald und schickt uns Truppen. So, und wir wollen ja jetzt, wir müssen den Status quo hier, eventuell hier vorne, hatte ich überlegt, den da zu durchbrechen. Moment, da kommt eine Nachricht rein. Ruf zu den Waffen, an den stolzen, scharfsinnigen Eosen. Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Wir fordern, dass ihr eure Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Ruf zu den Waffen gegen Lodin von norwegischer Revolte. Dies zu verweigern würde uns 100 Prestige kosten. Wenn wir akzeptieren, werden wir Teil von der Krieg gegen die Tyrannei vom König Magnus in Zeiten von Norwegen. Nee. Akzeptieren wir. So, neue wichtige Entscheidungen verfügbar. Handelsschiffe zwangsverpflichten, genau. Das macht, ja, brauchen wir nicht. Er kämpft, Moment, hier können wir sehen. Lodin von norwegischer Revolte. Das ist doch hier oben dann. Naja, wie viel Truppen hat der? 1086 Mann, naja. Und. Der König. 3086 Mann. Und wir dann noch 2000 Mann schicken. Das ist ja mal gar nicht so wenig. Dann gucken wir mal, wie viel wir hier losschicken können. Naja, vielleicht lassen wir es erstmal noch ein bisschen laufen. Vielleicht passiert da noch was und wir können auch Verbündete rufen. Die ziehen wir dann nicht in den Krieg gegen die norwegische Revolte, aber wir gucken mal. Vielleicht ergibt sich ja in der Zwischenzeit auch was.
Was ist hier los? Da sind Armeen unterwegs, wohin auch immer die jetzt gezogen werden. Hier. An den stolzen, scharfsinnigen Eosen. Argonner Revolte. Wir verlieren 25 Prestige. Da müssen wir leider ablehnen. 25 Prestige ist nicht viel und Argon, da haben wir jetzt keine Gelegenheit oder keine Möglichkeit, da irgendwie einzugreifen. Und ich will mich auch nicht überall einspannen lassen. Das kann dann auch bewirken, dass dann mal feindliche Truppen bei uns vorbeischauen. Was machen wir? Schicken wir Truppen zu den Norwegern? Das ist eine ganz schön lange Strecke da oben hin. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, er braucht unsere Truppen nicht wirklich. Armee von Amund. Wenn er das geschickt macht, braucht er unsere Hilfe gar nicht. Und ich möchte da ungern jetzt so viel Geld ausgeben. Das kostet nämlich eine ganze Menge. Da die Truppen hinzuschicken, vor allem Schiffe, kosten ja richtig viel Geld. Können wir mal gucken, ob wir unser Geld noch anderweitig ausgeben können. Befestigung können wir hier keine bauen. Klosterschule könnten wir errichten. Oder hier eine Stadtbefestigung. Oder in Glamorgan. Cardiff für unsere Hauptstadt. Na, das gleiche dann. Okay, ich glaube, dann lassen wir es erstmal bei dem. Zwar nichts bauen. Mein Lehnsherr, seit ich in Burek bin, haben wir keinen Mangel mehr an Männern. Sehr gut. König Conan von Bres. Die Kirche möchte in unserer Domäne ein Mysterienspiel für einen riesigen Heiligen organisieren. Sie scheinen der Ansicht zu sein, dass wir für die Kosten aufkommen sollen. Es ist zum Ruhme Gottes. Da verlieren wir 13 Gold und erlangen 10 Pietät. Wenn die Kirche das Spiel möchte, dann soll sie auch dafür bezahlen. Dann verändert sich unser Ansehen beim Bischof Mermin. Dann machen wir das mal zum Ruhme Gottes. Wo wollen die denn hier hin? Na ja, wer weiß da schon. Ich denke mal, ich werde jetzt nicht im Krieg hier oben eingreifen. Das sieht eigentlich ganz gut aus für den König von Norwegen. Unsere Truppen sind da nicht mehr nötig. Das wäre eine unnötige Geldverschwendung. Werden wir nicht machen. Wir nehmen moralisch daran teil. Ich hoffe jetzt, dass sich das hier hinten mal langsam da positiv entwickelt. Ja, nur noch ein bisschen Hofprediger. Oh, ja, Mermin, Bischof von Landiv. Ja, wobei, der mag uns ja nicht ganz so. Kreuzritterkult, ja. Ich möchte gerne Hofprediger werden. Der ist in Landiv. Nein, jetzt habe ich den gewählt. Oh Mann. Verdammt mich. Wollte ich gar nicht. Wollte ich echt nicht. Gehen wir mal dahin. Der ist nämlich hier. Ach, der ist dann hier in Borek. Okay. Tut mir jetzt natürlich sehr leid, dass ich ihn hier in Kalon, Bischof von Longwag, rausgekickt habe. Ja. Oh, er hat 19, er hatte aber vorher noch 18. Der sich verbessert. Besseren Verwalter finden wir nicht. Kreuzzug für Jerusalem. Daran können wir dann teilnehmen. Glaube ich doch. Na gut, ansonsten steht unser Rat recht gut da. Können wir so lassen. Und hier können wir jetzt unsere Truppen hinzufügen. Papst Viktor III. Ist gestorben. Stephanus der, wie viel war das? Der 10., glaube ich. Ist ein neuer Papst. Ja. Also wir nehmen da nicht dran teil, einem Kreuzzug hier hinten gegen Jerusalem. Da kommen wir jetzt gar nicht so hin. Nee, das dauert. Wo sind jetzt die Truppen? Kroatien. Herzog Stefan II. Von Kroatien. Klicken, um die Kriegsansicht zu öffnen. Hier.
Papst Stephanus der Zehnte. Das ist hier Abgabe 0%. Das ist die erste Schlacht gewesen. Für uns war es eine Niederlage. Naja, klar. Gegen 9000 Mann. 3000 gegen 9000. Nicht besonders viel. Eine Nachricht. Eine Nachricht zum Ruf zu den Waffen. Königreich von Kastilien. Mögt ihr in Harmonie und Zufriedenheit leben. Wir fordern, dass ihr eurer Pflicht nachkommt. Bitte folgt diesem Ruf. Zu den Waffen gegen König Alfonso den Siebten von Leon. Der hier. Kastilien. Ja, können wir machen. Da kommen wir schon eher hin. Und ich glaube, das machen wir auch mal. Um uns da unten einen Verbündeten zu sichern. Truppen der örtlichen Vasallen ausheben. Machen wir nicht. Wir wollen nämlich unsere eigenen Truppen. Persönlichen Wehrpflichtigen und unsere Schiffe. Ach, jetzt habe ich die von den Vasallen auch noch ausgehoben. Ich wollte die Vanese-Armee. Genau, dann wieder weg. Ich wollte eigentlich die Schiffe hier ausheben. So. Nein, die wollte ich auch nicht von den örtlichen Vasallen. Ja, wobei, das ist eigentlich egal. Spielen wir die ein. Fahren mit denen hier hin. Und dann werden die Schiffe zurückgeschickt und dann eingemottet. Dann kosten sie uns auch kein Geld. So. Die sind auf dem Weg hierhin, oder? Ja, sind sie. Die dann zurück. Hierhin. Nach Burek. Die belagern jetzt hier. Dann bleiben die doch erstmal da. Belagern das einfach mal. Gucken wir mal, wie viel wir Verlust haben im Monat. Das wird auch einiges kosten. Ja, minus 10 ist ganz schön viel. Meine Gattin ist schwanger, aber ich war doch nicht hier, oder? Zweifel nagen an mir. Eigentlich waren wir schon da. So, das einstampfen. Flotte ist besonders teuer, werden wir gleich sehen. Minus 9 hatten wir gerade. Minus 9,83 wird sich gleich ändern. Wenn ich darüber nachdenke, kann ich unmöglich der Vater des Kindes meiner Gattin Jan sein. Der Gedanke an dieses Kind, das in ihrem Bauch heranwächst, raubt mir den Schlaf. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Niemanden anwerben, um Nachforschungen anzustellen für 5 Gold. Das machen wir. Wir vertrauen der Frau nicht. Guck mal jetzt hier, Monatsbilanz nur noch minus 2,63. Hat sich deutlich verbessert. Dann würde ich vorschlagen. Wie viele Truppen haben die hier? 924. 1343. Vielleicht gehen wir mal einfach hier rüber. Die Magd, die sich mit meiner Gattin Jan anfreunden sollte, hat nichts Verdächtiges bezüglich ihrer Schwangerschaft bemerkt. Das ist erleichternd. Ein wichtiger Bereich der Reichsführung besteht im Verteilen von Aufgaben. Nachdem ihr dies realisiert habt, hat sich eure Verwaltungsfähigkeit sofort verbessert. Ach, sehr schön. Unsere Ambition. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, knapp reicht's nicht. Vasallenabgaben zu lange erhoben. Vasallenabgaben zu lange erhoben. Was? Mag uns nicht mal so. Abgaben. Swansea. Wo ist denn der? Ach, da habe ich noch die Truppen ausgehoben. Ah, zu dumm. Okay, habe ich vergessen, die da wieder zurückzulassen. Meine Tochter wurde uns geboren. Isabella heißt sie. Armee von Suero. Die Portugale. Aus portugiesischer Armee steht hier. Weiß gar nicht. Die sieht aus, als sei sie uns. Ja, als sei sie neutral. Die ist verbündet. Jetzt zieh mal nach Kastilien. Ich will da irgendwie dem an dem teilhaben da, was er da macht. Das ist ein bisschen sinnlos, was wir hier machen. Könnten wir auch die Truppen zurücknehmen. Mein Lehnsherr, ich habe in Burek einen Zehnten eingefordert.
Das Geld sollte euch zusammen mit diesem Brief erreichen. Sehr schön. 30,89 Gold. Das können wir gebrauchen. Zwar nehmen wir an der Schlacht teil. Da ist die Armee von Bres. Ah, da schickt hier unser Nachbar Truppen nach Navarra. Ja, gut. Jetzt wird es langsam mal Zeit, dass wir hier in die Fettnahme weiterkommen. Dass unser Kanzler da mal weitermacht. Könnte da mal erfolgreicher sein. Das Ganze ein bisschen beschleunigen. Na gut, denn wenn wir die Fette haben, da haben wir nämlich, naja, eine weitere Grafschaft des Kleinkönigreichs. Da haben wir, glaube ich, zwei. Ich weiß nicht, ich glaube, der Teil gehört auch dazu. Müssen wir mal gucken. Königreich, die Heubert. Ah, okay, doch nur die beiden. Aber dann haben wir 50% und könnten theoretisch Anspruch darauf, auf die zweite Grafschaft erheben. 50% des Reiches, des Königreiches haben. Ein Sohn wurde Graf Eosin von Roerec und Prinzessin Jeanne von Frankreich geboren. Der Name ist Gurtheit. Ja, von mir aus. Soll auch ruhig so heißen. Kann man machen. Gürtet vielleicht auch. So, hier bleiben wir noch bis zum ersten Sieg hier. Lodin von Norwegen, Charlevoix. König Alfonso von Lyon. Ziehen wir uns hier mal zurück. Denke ich. Noch minus 0,57. Ah, nicht schlecht. Ihr Sieg. Ja, das können wir auch noch abwarten. Wir haben ja wirklich genug Truppen da. Ja. Ein Sohn wurde morgen Map Eosen und Prinzessin Emma von dem Heiligen Römischen Reich geboren. Der Name ist Eosen. Das ist unser Sohn. Unser Erbe. Sehr gut. Und im Alter von 0 ist Emesinde de Bourges gestorben. Ein kränkliches Kind. Unser Schwiegersohn war der Lehnsherr. Und das war unsere Enkelin. Oh. Unser Schwiegersohn und unsere Tochter. Schade. Unsere Enkelin ist gestorben. Ah, ein schön junger Großvater. Ja, 47. Geht so. Das läuft noch ganz gut hier, aber ich finde das schon ein bisschen schade, dass das hier nicht so schneller geht. Dürfte beschleunigt werden, nach Möglichkeit, aber wie wollen wir das machen? Geht nicht. Brauche ich mir vielleicht einen fähigeren Kanzler. Und der ist nicht in Sicht. Und einfach besetzen können wir das nicht. Schade. Naja. Wenn wir dann aber erstmal eine davon haben, von diesen beiden Grafschaften, dann geht das auch hoffentlich ein bisschen schneller. Dann soll der Schneeball mal ins Rollen geraten und wir gucken mal, dass wir halt noch ein bisschen mehr aufräumen. So, nächster Sieg eingefahren. Und jetzt hier auch der dritte Besitz, der jetzt hier belagert wird, das Bistum von Segovia. Sie brauchten Vormund. Unsere Tochter. Intrigantin oder Bildung braucht sie? Gucken wir mal. Ja. Dann nehmen wir ruhig sie. Das passt schon. Flüchtiger Schatten. Ist nicht schlecht. Nehmen wir sie. Na, sie ist auch ein flüchtiger Schatten, oder? Nein, nur ein unnachahmlicher Ränkeschmieder. Nehmen wir sie. Okay. Na. Kind ausbilden. Na, also nochmal. Kind ausbilden. Das ist wieder sie. Okay, nehmen wir. Und weiter geht's. So, hier wird noch gekämpft. Die Nachricht kann man hier mal ausblenden. Hier sind spanische. Ne, das sind Aragoner. Das ist eine Aragoner Flotte. Tja, unser Rat, wo ist der tätig? Wir heben Truppen aus, erheben höhere Steuern, fingieren Ansprüche,
in die FedBom ein Agentennetzwerk auf und oh, der Bischof von Llandaff, der ist in Burek. Ist in Burek. Dann soll er mal gucken, wem gehört denn hier das Bistum? Wer ist denn da der? Das ist er hier. Ginkalon. Ginkalon und Mermin. Oder Mermin. Okay, dann soll er erstmal die religiösen Beziehungen in Warwick verbessern. Also die Beziehungen zu dem Bischof da, dass der uns Truppen schickt. Der Krieg gegen die Tyrannei von König Magnus II. Von Norwegen ist vorüber. König Magnus von Norwegen gewann. Sehr gut. Was können wir jetzt hier? Wir können Verbündete rufen. Ja, brauchen wir nicht. So. Da haben wir schon ordentlich dran teilgenommen. An dem Kampf hier. Und das ist auch gleich geschafft, hier zumindest diese Provinz zu besiegen. Könnte man eigentlich gegen Lyon ziehen. Ja. Denke ich mal. Da will ich teilnehmen. Gehen wir gegen ihn, gegen den Bürgermeister, aber der ist mit Pferd. Ist bestimmt schneller als wir. Ah nein, wir konnten ihn stellen. Ich fühle mich nicht gut. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich brenne vor Fieber, meine Nase läuft und mein Kopf fühlt sich an, als probiere jemand seinen neuen Schmiedehammer daran aus. Ich will sterben. Wir erhalten die Krankheit, die Eigenschaft krank. Das ist nicht gut. Wir sind weniger gesund, weniger fruchtbar, keine Kriegskunst und auch, also schlechtere Kriegskunst und persönliche Kampffertigkeit ist gesunken. Aber da wir eh nicht im Krieg sind, also persönlich nicht, aber das wirkt sich jetzt auch auf die Kriegskunst unserer Armee aus. Das ist nicht gut. Folgen die Truppen hier in die Nachbargrafschaft und versuchen sie da auszulöschen. Ah, sehr gut. Und zurück. Und gehen dann weiter nach Lyon. Um das dann da zu belagern. Ah, Navarraner Armee. Ah, wir gehen nach Lyon. Schließen uns dem da an. Aber die sollten sich hier nicht ersammeln. Das wäre nicht gut. Oh, was ist denn hier los? Wir sind gestorben. Ihr habt einen neuen Erben. Sollte euer Charakter nun sterben, werdet ihr fortan als Eosin Morgen weiterspielen. Graf Morgen ist nicht mehr Kanzler von Graf Eosin. Graf Eosin hat sich aus der Welt zurückgezogen. Im Alter von 48 Jahren starb er nach einer Zeit der Krankheit. Lang lebe Graf Morgen. Oh. Wir haben einen Titel verloren. Das ist doch nicht wahr, oder? Er hat Le Morgen bekommen. So sei es. Nein, das gehört uns nicht mehr. Das gehört uns nicht mehr. Dann müssen wir da wohl einen Anspruch darauf erheben. Und unseren Halbbruder umbringen. Glaube ich doch. Erstmal eine neue Ambition wählen. Ah, das ist jetzt echt ärgerlich. Dann hätten wir gerne noch eine Tochter. Na super. Unsere Truppen wahrscheinlich jetzt auch ganz gewaltig geschrumpft. Na toll. Kanzler. Wir brauchen einen neuen Kanzler. Nehmen wir hier Samuel, den Höfling in Burek. Einen neuen Hofprediger. Ginkalon. Ja, das ist jetzt irgendwie ärgerlich. Also das finde ich nicht gut. Ansprüche fingieren. Nach wie vor in die Fett. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Oh, wir brauchen hier einen Vormund. Hier bitte mal Kind ausbilden. Das möge doch bitte hier oder nicht, aber Gunhild dann übernehmen. Naja, da haben wir jetzt auch die eine Frau da verloren. Wie ist sie denn? Die ist wahrscheinlich hier, in Le Morgen, bei unserem Halbbruder. Na, der hat jetzt hier den guten Bürgermeister und den Bischof. Das sind gute Leute. Und hier, sie braucht auch jemanden,
der Ahnung. Da ist sie doch, die Dame, die ich eigentlich verloren gedacht habe. Nehmen wir morgen? Nee, uns selbst nicht. Okay, Kathleen. Tja, dann müssen wir uns wieder daran machen. Truppen. Oh, wir müssen unsere Truppen hier abholen. Wir müssen uns hier daran machen. Weitere Provinzen oder Grafschaften zu erobern. So, die Truppen bitte. Ah, die kann ich jetzt auch nicht einmal zurückholen, oder? Geht das? Nein, ich glaube nicht. Müssen wir hier rüberholen. Wir haben ja dann auch kein Vertrag mit ihm. So, einschiffen, geht das? Darüber, genau. Schade, schade, schade. Aber gut, das war bloß eine Grafschaft. Naja, das hat uns natürlich eine Menge gebracht, aber dass wir so früh sterben, hätte ich auch nicht gedacht, mit 48 Jahren. Nur durch diese Krankheit, die uns dann dahingerafft hat. Na, was das wohl war. Bringen wir die Truppen noch nach Hause und dann sind wir aber auch schon am Ende der Folge. Alles auflösen. Und auch die auflösen. So, dann machen wir. Ja, jetzt natürlich keine neuen Minus, sondern wir machen jetzt Plus. Aber wie viel? So viel wird es jetzt dann wieder nicht sein, weil wir hier die Steuereinnahmen nicht haben. Ah, die Provinz ist jetzt so richtig gut. Da hätten wir fast doppelte, oder? Ja, wir hätten fast doppelte Einnahmen. Schade. Gut, machen wir trotzdem an der Stelle jetzt eine Pause. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.